ersten Tag fand ich sehr schön. Ich war als erstes am Bachweide. Ja, wann ist eigentlich ganz gut. Hast du heute Abend noch was vor? Irgendwelche Veranstaltungen? Heute nicht, aber morgen. Morgen ist was? UFM Club Night und da gehe ich mit meiner besten Freundin Eileen dahin. Okay. Haben Sie heute Abend schon was Bestimmtes vor? Ja, absolut. Und das wäre? Wir sind auf dem Weg ins Rosengärtchen. Und was ist da für eine Veranstaltung? Vom Herrn Fietz, das Musical Merci. Da wollen wir gerne hin. Dankeschön. Das ist der Ausbildungsstand der Stadt Wetzlar. Bei uns können Sie sehen, welche Ausbildungsberufe wir ausbilden, welche Studiengänge wir haben, welche Praktikamöglichkeiten es bei uns gibt. Und ja, ich würde Sie einladen, noch einfach mal reinzugehen. Eine Frage, was machen Sie hier? Ja, ich berate die Kunden hier, die zu uns kommen, über die Praktikumsmöglichkeiten, die Ausbildungsberufe, die wir hier anbieten. Zusätzlich haben wir ein Gewinnspiel hier bei der Stadt Wetzlar am Ausbildungsstand. Da kann man täglich 2 Karten gewinnen für den Top-Act am Abend. Morgen soll das eigentlich die Club Night sein, also momentan verlosen wir die Club Night, die jetzt doch keine Club Night ist, sondern 2 Gutscheine im Wert von 30 Euro vom Forum. Außerdem haben dann noch alle Teilnehmer die Möglichkeit, ein Tablet zu gewinnen, ein Canon E-Reader und ein Netbook. Das wird dann aus allen Teilnehmern gezogen. Heute ist der erste Tag vom Hessentag. Was können Sie uns berichten? Was haben Sie erlebt? Was haben Sie gesehen? Ja, jetzt im Moment sind viele verschiedene Attraktionen. Und generell so war es sehr schön. Auch ich bin jetzt kurz nur vorbeigelaufen. Und abends habe ich auch schon viele Flyers und so gekriegt. Und ich freue mich auf jeden Fall heute Abend auf die ganze Party. Mal gucken. Kommen Sie denn aus Wetzlar? Ja, aus der näheren Umgebung, sagen wir es mal so. Okay, und heute Abend schon irgendetwas Bestimmtes vor? Ja, wie heißt denn das nochmal? Ja, das ist so bei Bitzel, das hinten bei der Bachweide, ist da so eine Party, ist so eine Sandbar, beziehungsweise eine Strandbar aufgebaut. Und da will ich mal vorbeischneiden, mal gucken, wie es da aussieht. Dann viel Spaß. Shout out to Ricky Skullcrusher. Also, das sind die Frauen von Mosaik. Das ist ein Kulturverein hier in Wetzlar, die viele gute Sachen machen, interessante Veranstaltungen, Tanzen, Theater, auch politische Diskussionen. Da die Frauen jetzt nicht reden wollen, werden wir sie ein bisschen anschubsen. Warte, jetzt. Wie war denn so der erste Hessentag für Sie? Ah ja, gut, nicht so, wie ich erwartet habe, aber vom Verkauf her, natürlich. Aber sonst von der Besucherzahl her ist es doch schon okay, also bis jetzt. Wie wollen Sie die 10 Tage jetzt durchstehen? Mit wie vielen Leuten schaffen Sie das? Wir haben schon so Schichtarbeit eingeteilt, also immer mindestens 3 Personen, die hier am Stand stehen werden. Weil das geht ja schon recht früh los, um 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Und das ist dann schon eine ziemlich anstrengende Zeit, ja. Aber mit 3 Mann mindestens und halt noch Helfer, die mit aufbauen, mit abbauen und machen. Aber im Verkauf halt hauptsächlich 3 Leute. Okay. Entschuldigung, Hessentag 2012 in Wetzlar. Haben Sie schon was gesehen? Wo gehen Sie hin? Was haben Sie vor? Wir gehen zu Elton John. Haben Sie Karten? Was erwarten Sie von Elton John? Gutes Konzert. Ja, genau. Gute Show. Viel Zugaben. Hessentag 2012. Was wird denn hier gemacht? Kannst du das mal kurz erklären? Meine Augenbrauen werden gezupft. Die Standardfrage, tut das weh? Nee. Ja, es geht. Können Sie kurz was hier zu dem Laden sagen von Wetzlar? Was vielleicht Sie zu Ihrem Laden? Ich weiß nicht. Also, ich arbeite ja nicht hier. Imperial. Ja. Natürlich. Sehr schön ist. Meine Frisur und Kosmetik ist sehr gut. Ja, Dings, Imperial Style in Wetzlar, beste Friseur. Wenn ihr Haare schneidet, nur hier. Und wenn ihr aussehen wollt wie ich, dann kommt nach Asla ins Fitnessstudio Fitness Arena von Hüseyin Abe. 20 Euro für Schüler. Ja, wir sind unten durchs ganze Weindorf. Wir wohnen ja mitten im Epizentrum. Ja. viele Stände, viele Fressstände, viele Kaufstände. Hier, das ist jetzt so, glaube ich, die Zukunftsmeile mit Ständen von Wirtschaft und Schulen und so. Besucherzahl kann ich jetzt noch nicht sagen. Also finde ich jetzt nicht mehr als zum Beispiel beim Gallusmarkt oder so. Ich hoffe mal, dass der große Run noch kommt. Was jetzt heute Abend ist, das kann ich dir auch noch nicht so genau sagen. Nicht Elton John. Nee. Nicht Elton John, auf gar keinen Fall, möchte ich auch nicht sehen. Ansonsten, ich glaube, die Leute sind ganz lustig drauf. Das habe ich so gemerkt. Die sind entspannt.
Sie sind hier tätig an dem Stand? Ja, für das Hessen-Kolleg Wetzlar. Können Sie uns kurz was dazu sagen und wie der erste Tag heute so verlaufen ist? Ja, also der erste Tag ist sehr positiv verlaufen, es sind sehr viele Menschen gekommen und es ist für eine Schule für Erwachsene. Hier kann man das Abitur absolvieren, wenn man halt eine abgeschlossene Berufsausbildung hat. Und der erste Tag ist, wie gesagt, sehr gut gelaufen. Wir haben extra ein Glücksrad aufgebaut, da kann man dann ein paar Fragen beantworten. Dementsprechend gibt es ein paar Gewinne. Hallo. Und ja, ist wie gesagt sehr gut gelaufen. Positive Resonanz. Was erhoffen Sie sich für die nächsten 9 Tage? Dass wir ganz viele Bewerbungen bekommen von Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die sich nochmal entscheiden, den zweiten Bildungsweg einzuschließen. Und dass man sich einfach mal ein bisschen mehr dran traut, also an eine neue Schule rantraut und sich weiterbildet, um später eventuell auch zu studieren. Möchten Sie vielleicht noch zum Schluss jemanden grüßen? Ja, ich grüße meine Mama, meinen Vater, meine Freundin und ja, meine zukünftigen parisischen Freunde. Wie heißt du denn eigentlich? Selina. Du? Daniel. Was habt ihr heute auf dem Hessentag gemacht? Wir haben ein Foto aus dem Computer und sowas. Was ist das denn? Also das haben wir selbst gemacht. Das ist eine batteriebetriebene Taschenlampe oder so. So fast wie eine Taschenlampe, das blinkt. Ja. Das habt ihr ganz schön gemacht. Danke. Habt ihr heute noch irgendetwas vor oder geht ihr schon heim? Ja, wir müssen jetzt noch zu Hause hin, weil mein Papa hat seine Dings was gebrochen bei seinem Rücken. Und morgen geht's dann weiter? Ja. Und was wollt ihr da besuchen? Wir kommen dann wieder hierher und machen wieder sowas. Und ich gehe gleich noch da hinten in der Altstadt, da singen die so und da höre ich zu. Und danach gehe ich nach Hause und schlafen und dann morgen geht's weiter. Nee, nicht schlafen, so Playstation spielen und so. Okay. Und, ich habe vergessen. Warte, laufen. Und heute haben wir noch sowas, warte. Heute haben wir noch Fotos von uns gemacht. Hier einmal und hier. Wart ihr denn schon im Kinderland? Noch nicht. Das ist ganz weit. Ja, noch gar nicht. Dann viel Spaß noch, okay? Was, habt ihr irgendwelche Karten gekauft oder geht ihr einfach so auf Party? Und UFM ist morgen. UFM. Und wie sieht es eigentlich hier in Wetzlar mit dem Alkoholverbot aus? Naja, also an so Tagen nicht so. Ja, leider Arbeit, nichts für Weicheier, muss stahlhart sein. Größte Party Deutschlands hier, Wetzlar. Am Mittwoch erwarten wir 15.000 Mann und wir haben den wichtigsten Posten hier. Wenn hier einem was passiert, sind wir alle verantwortlich für den. Deswegen überlegt euch gut, macht eure Ausbildung, macht nicht so einen Scheiß hier. Ihr seid gut Steve hier. Feierabend, ne? Feierabend. Sehr gute Reporterin nebenbei, Eileen. Wir werden sie in Zukunft bei RTL sehen, hoffen wir es. Nicht nur bei Hessencamp. Aus ihr wird noch was, hoffen wir es. Wie schon was? Frankfurt, Nordweststadt. Jungs, haut rein. Hessencamp, ey. Wir stehen hier jetzt vor dem TADEM. Wie war der erste Hessentag für das Geschäft und für Sie als Mitarbeiter? Also der erste Hessentag war interessant. Es sind viele Leute gewesen. Da gewesen, aber wir haben mehr erhofft. Wir haben uns sehr hoch eingestellt auf viel Kundschaft, aber da Wetter war ganz ordentlich. Wir haben draußen Bewirtschaft gemacht, das heißt, wir haben mehrere Kellner gehabt und es war schon professionell alles vorbereitet. Aber es hätten mehr Leute da sein können. Aber da es der erste Tag ist, dachte ich, das ist schon ganz in Ordnung. Hier der Summit, der ist ein Spaßvogel. Er macht sein Praktikum bei uns. Erzählt. Und ja, ich würde sagen, der erste Tag war angenehm. Schauen wir das nächste Mal. Herr Schäfer? Ja, noch eine Frage. Du bist ja ein Phänomen. Du bist ja jetzt, kannst kein Türkisch, kannst Türkisch, bist aber nicht türkischer Abstammung. Würdest du für uns mal was auf Türkisch sagen? So ein kleiner Werbespruch für TADEM auf Türkisch. Kriegst du das hin? Auf Türkisch? Ja. Auf Türkisch ein Werbespruch? Ein Werbespruch für TADEM. O zaman tadım da gel. Evola. Tadım çok güzel. Wir sind hier gerade beim TADEM, einer der besten Dönerbuden in Wetzlar. Eine Frage, wie war der erste Hessentag für Sie? Der erste Hessentag, also
scheint guten Eindruck zu machen, ja. Das ist gut. Sehr gut, ja. Macht einen guten Eindruck. Wie bitte? Also, ehrlich gesagt, am ersten Tag, es ist noch ruhig, ja. Aber man hat so die Hoffnung, dass es mehr wird, ja. Okay. Sicher, wir haben auch, Außenbewirtschaftung eingeführt, quasi. Vorher war das nicht der Fall, jetzt kann man sich auch draußen hinsetzen. Kannst du uns was dazu sagen, wie ist der Verkehr in Wetzlar am ersten Hessentag? Scheiße. Erzähl uns mehr darüber. Überall Stau. Ja. Wie lange standest du heute zum Beispiel im Stau? Mindestens eine Stunde. Von welcher Strecke aus? Vom Bahnhof bis nach Nauborn. Okay, normalerweise in 10 Minuten durch, oder? 15 Minuten. Ja, es lief eigentlich sehr gut bis jetzt, gell? Also es war ohne Stau und so weiter, es lief eigentlich besser wie gestern, vorgestern, da war diese Aufbauphase und so weiter. Aber heute lief das prima, gell? Das ist gut geregelt alles. Okay. Die Busse sind schwer voll, wegen dem Konzert, gell? Das lag, ja. Ja, Elton John. Die Busse sind mit eben von Gießen gekommen, jetzt von Nauborn. Und alles passt klar. Alles, gell? Also, man hat zwar Verspätung, auch nicht wegen Verkehr, sondern weil so viele Leute einsteigen, kassieren und so weiter. Heute ist der allererste Tag, Hessentag. Was können Sie uns davon sagen? Wie ist der Tag gelaufen? Also das war ein sehr anstrengender Tag, aber ein sehr schöner Tag. Ich war jetzt gerade beim ersten Tag der Hessentag an dem CDU-Stand. Und dort hatte ich Standdienst. War sehr schön, da waren sehr viele Menschen da, sehr viele Bürger. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, im Hessentag über Hessentag und über Hessen und seine Vielfältigkeit zu sprechen. War sehr schön. Wenn der erste Tag schon so anstrengend war, wie Sie schon gesagt haben, was erhoffen Sie sich oder wie stellen Sie sich die nächsten 9 Tage vor? Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass mehrere Menschen, mehrere hunderttausend, wahrscheinlich über 1 Million Menschen hier nach Wetzlar kommen, die Schönheiten von Wetzlar sich anschauen, die Augenweide, was hier diese Stadt eigentlich auch anbietet, angucken und nebenbei den Hessentag sich anschauen. Und da werden sie viele, viele Möglichkeiten finden, wo es sehr spannend wird. Bis jetzt ganz ruhig verlaufen, muss man schon sagen. Also ich habe mehr Ansturm erwartet, auf jeden Fall, weil es hieß ja 250.000 Leute hier in Wetzlar, aber irgendwie, naja. Aber wenn man dann mal sieht, was da hinten an Leute standen heute Mittag, wo es Richtung Elton John dann heute Abend ging, ist doch schon oho. Und von daher hoffen wir, dass das Beste draus wird jetzt heute Abend noch. Haben Sie heute schon irgendetwas Besonderes gesehen oder möchten Sie die Tage etwas Besonderes, irgendeine besondere Veranstaltung besuchen? Veranstaltung auf jeden Fall die UFM Night am 9.6., wo ich selbst auftreten werde auch. Dann zusätzlich die UFM Club Night morgen. Werde ich besuchen und halt schon ein paar Politiker, die ich jetzt getroffen habe heute Abend. Und ja, das sind so meine Highlights bis jetzt. Vielen Dank. Möchten Sie vielleicht noch jemanden grüßen? Alle, die mich halt kennen, besonders halt auch meine Rap-Gruppe aus dem Westend, mit denen ich jetzt schon seit 6 Jahren Musik mache. Casper auf jeden Fall, guter Kollege von mir, der auch beim Hessentag dabei ist mit Materia zusammen. Und ansonsten halt ein paar Freunde von mir und alle, die mich halt kennen. Ja, also der erste Tag war teilweise ruhig. Wir sind ja hier im Durchgang, manche Leute eilen einfach vorbei und es ist ein bisschen schwierig, manchmal was anzubieten. Aber ich fand es sehr interessant. Ich habe viele Bekannte heute hier getroffen, habe mich sehr gefreut und ich fand es klasse. Ich freue mich. Was erhoffen Sie sich in den nächsten 9 Tagen? Ich erhoffe mir, dass ich mit vielen Menschen gut ins Gespräch komme und dass ich ihnen von Gott erzählen kann. Hallo. Hallo. Können Sie uns erzählen, was Sie hier gerade machen? Wir verkaufen Lose. Was kann man denn gewinnen? Zum Beispiel dieses hübsch rotfarbene Auto, ein VW Up im Wert von 10.000 Euro. Ein Fahrrad, ein Fernsehapparat, 300 Knirpse, paar hundert USB-Sticks. Und der Gewinn? Wein. Der Erlös geht zum Albert-Schweitzer Kinderdorf. Wie lange stehen Sie schon hier? Ist der Tag heute anstrengend gewesen am ersten Hessentag? Ach, man ist ein bisschen müde in den Beinen. Aber wir stehen jetzt seit 14:30 hier. Jetzt haben wir 19:45. Um 8. Den ganzen Tag durch. Sind es jeweils 5-Stunden-Schichten. Hoffen Sie sich in den nächsten 9 Tagen? Freuen Sie sich auf etwas ganz Besonderes? Noch ein bisschen was vom Hessentag mitzukriegen.
und nicht nur vergeblich Lose anzubieten. Sie werden uns ja vielleicht auch keine Lose abnehmen. Ja, es ist richtig schön hier. So viele verschiedene Leute hier und viele Attraktionen vor allem. Ja, es ist auf jeden Fall schön mit der Freundin, Familie hier zu spazieren und man erlebt viel. Heute haben Sie nicht gearbeitet? Doch. Und wie war es? Stressig, anstrengend? Na, es ging. Es ist ganz okay gewesen. Viel los, aber ja. Was erhoffen Sie sich in den nächsten 9 Tagen? Viel Party, viel Spaß, viel Erlebnisse. Und ja, einfach nur genießen, erleben, das Wetter momentan Mittelpunkt von Hessen ist. Sie haben eben Partys gesagt. Welche Veranstaltungen haben Sie vor zu besuchen? Just White habe ich meine Tickets schon. Dann am 10.06. zu Xavier Naidoo Konzert. Und ja, und vielleicht ins Club Night. Und je nachdem, was Wetter so bietet für die Partys, jeden Abend was Neues. Möchten Sie zum Schluss noch jemanden grüßen? Meine Freunde, meine Familie und jeden, den ich gerne habe. Also ich grüße meinen Hund. Er ist ein Rottweiler und der ist voll cool. Okay, vielen Dank. Du? Was denn? Möchtest du jemanden grüßen? Ich möchte keinen grüßen. Ich grüße selber Chetin aus Niedergirmes, ja. An meiner Seite steht Ruveida. Wir befinden uns in Wetzlar auf dem Hessentag. Meine Frage an dich ist, wie findest du heute den Tag? Also wie fandest du den Tag heute? Ja, eigentlich sehr schön, aber ich hatte eigentlich mehr erwartet. Was zum Beispiel? Ich weiß nicht, eigentlich sind hier so wenige Leute und eigentlich Musik, ich weiß nicht. Kannst du das aber in den nächsten 9 Tagen erwarten, dass die Masse sich vielleicht füllt? Ja, ich denke schon, ja. Was besuchst du für Veranstaltungen? Vielleicht Just White. Okay. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Und heute, was hast du heute Schönes gesehen? Heute war ich eigentlich nur auf der Straße der Bildung und ja,